You win. Live the action. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Meisterschaftsspiel Fortuna Köln gegen den FC Hansa Rostock. Das Spiel endete 1:1 und wir bedanken uns bei 3.832 Zuschauern. Wie es so üblich ist, möchte ich Ihnen zunächst die Protagonisten hier am Tisch vorstellen. Auf der einen Seite haben wir Jens Hertel, den Trainer unseres Gastes Hansa Rostock, und dann natürlich Tomasz Kaczmarek, den Trainer von Fortuna Köln. Das erste Wort soll wie üblich dem Gast gehören. Jens Hertel, Ihre Einschätzung zum Spiel. Ja, ich denke, wir haben ein sehr intensives Drittligaspiel gesehen bei guten äußeren Bedingungen, wo ich meine Mannschaft schon gut im Spiel gesehen habe, dass wir eigentlich in beiden Halbzeiten Kontrolle hatten, deutlich mehr Torchancen hatten im Spiel. Allerdings die nicht genutzt haben und wie so oft in den letzten Spielen halt mit dem Standard, der dann halt auch gut gespielt wurde von Fortuna, dann in Rückstand geraten und da das schon nach 10 Minuten und dann sind wir 80 Minuten dem Tor dann hinterhergerannt, haben eine Menge Möglichkeiten auf Strecke liegen lassen, mussten dann natürlich auch immer aufpassen auf Kontersituationen, aber die hat die Fortuna heute eben doch nicht gut ausgespielt, von der Seite heraus bis zum Ende dann eng. Wir haben dann den Ausgleich gemacht. Ich glaube, man hat dann gesehen, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen wollten. Das war die letzten 7-8 Minuten war Vogel wild. Das ging hin und her in beide Richtungen. Gab es dann keine taktische Ordnung oder Disziplin mehr. Aber das war dann halt Mentalität. Ich denke, für die Zuschauer war es ein tolles Spiel. Für uns, ja, wir müssen am Ende mit einem Punkt leben, weil Standards gehören zum Spiel. Und wenn wir da halt uns dann nicht schnell verbessern, da wird es halt immer schwierig, dann eben Spiele zu gewinnen. Dann musst du dann froh sein, dass du diese Situation dann so gut zu Ende spielst, die eine, dass du dann halt wenigstens diesen einen Punkt hier aus Köln mitnimmst und nicht ganz mit Lärm und Pause fährst. Ja, Fortuna wünsche ich alles Gute, kommen ja noch schwere Aufgaben mit und dann schalten wir, dass wir drin bleiben. Ja, vielen Dank Jens Hertel. Tomasz Kaczmarek, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, hallo zusammen. Ich glaube, mein Kollege hat das schon ganz gut analysiert. Uns war klar, dass wir heute von der individuellen Qualität her eine absolute Top-Mannschaft treffen, die auch noch eine richtig gute Spielanlage hat. Ich glaube, das hat Zwickau letzte Woche extrem zu spüren gekriegt und man sieht da eine klare Entwicklung bei der Hansa. Wir wollten sehr früh Druck auf den Gegner kriegen, das ist uns nicht so gut gelungen, das muss man sagen. Wir hatten immer wieder Probleme mit der Verlagerung vom Gegner. Wir gehen in Führung durch eine Standardsituation. Wir haben uns in der letzten Zeit enorm verbessert bei offensiven Standards, machen Tore dadurch. Das ist sehr, sehr wichtig für die nächsten Wochen. Ich glaube, die Bälle, die Michael Eberwein reinspielt, sind exzellent. Die Läufe, die dann kommen von den Jungs, werden immer besser. Ja, und dann muss man sagen, klar, Gegner ist einfach, hat das Spiel mit dem Ball etwas unter Kontrolle. Wir kriegen nicht so die Balance inzwischen. Ja, wann stehen wir einfach tiefer und kompakter und sind ein bisschen geduldiger in vielen Pressing-Situationen, zu gierig, lassen uns ein bisschen auseinanderziehen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass wir immer wieder heute sehr gute Gelegenheiten hatten, um Nadelstiche zu setzen, um Konter zu setzen. Ich glaube, wenn wir einen Tick fokussierter sind, wenn wir präziser sind, dann haben wir heute hier bestimmt, ja, auch schon in Gleichzahl sehr gute Möglichkeiten, um das zweite Tor zu machen. Wir schaffen es halt nicht, den Ball hinter Amaury Bischoff reinzulegen. Die Läufe waren ganz gut. Dann haben wir mit Sicherheit erste Halbzeit 3-4 Möglichkeiten verpasst. Zweite Halbzeit, ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, was halt nicht passieren darf. Uns darf diese rote Karte nicht passieren. Das ist ein sehr einfacher Fehler. Uns passiert dieser Fehler ja schon auch in der ersten Halbzeit, wo wir nach einer Standardsituation in Konter laufen, den Robin Scheu auch nur durch einen Foul unterbinden kann. Und diese kleinen, einfachen Fehler, diese Details, dürfen uns nicht passieren. Wir bringen uns in eine unfassbar schwierige Situation dadurch. Zum Spiel in Unterzahl brauche ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, es hat jeder gesehen. Es war bravourös, es war läuferisch, kämpferisch am absoluten Limit. Wir waren passabel organisiert, haben in Unterzahl deutlich weniger Torchancen zugelassen. Deutlich, deutlich weniger. Ein, zwei Kopfballgelegenheiten über Hüsing. Ansonsten
kaum etwas Richtiges. Ja, aber ein Ding rutscht durch. Und deswegen ist es hinten raus, tut's weh. Ja, es tut weh, das muss man so sagen, wenn du in der 88. dann doch noch einen kassierst. Aber am Ende ist es definitiv ein gerechter, ja, also den einen Punkt nehmen wir mit. Es ist wahrscheinlich ein gewonnener Punkt, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, und kann am Ende auch ein entscheidender Punkt im Abschiedskampf sein. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ihre Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt mir nur eins übrig. Ich möchte hinweisen natürlich auf unser nächstes Heimspiel am 20. April gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Um 14 Uhr ist Anstoß. Und wir wünschen natürlich den Gästen vom FC Hansa Rostock einen guten Heimweg, gute Heimreise, viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Gute Heimfunde.